US-Außenminister Antony Blinken traf in Peking den chinesischen Spitzendiplomaten für Außenpolitik Wang Yi und Außenminister Qin Gang. Die Gespräche dauerten ungewöhnlich lange, 7,5 Stunden. Es ist der erste Besuch eines US-Außenministers seit 5 Jahren. Die Beziehungen waren zuletzt wegen schwerer Differenzen und anhaltender Streitigkeiten zwischen den rivalisierenden Mächten an einem Tiefpunkt. Kernpunkte sind das chinesische Verhältnis zu Russland und dessen Angriffskrieg in der Ukraine, die US-Unterstützung für Taiwan, chinesische Bemühungen, ein südostasiatisches Sicherheitsabkommen zu schaffen und Wirtschaftsfragen. Blinken habe sich für eine auf internationalen Regeln basierende Ordnung ausgesprochen, während China betonte, man wolle stabile, vorhersehbare und konstruktive Beziehungen. Die Treffen wurden von beiden Seiten als offen und konstruktiv bezeichnet. Blinken holt einen wegen chinesischer Spionageballone verschobenen Besuch nach. Spannungen gab es bereits wegen chinesischer Manöver vor Taiwan und im südchinesischen Meer. Klare Forderungen kamen von Pekings Außenministerium zum Thema Taiwan. Die USA sollten sich an den Ein-China-Grundsatz halten und ihre Unterstützung für Taiwan einstellen.